heiße Ana Pérez Molina. Ich habe in Spanien mit Kindern gearbeitet. Mit Kras arbeite ich seit April und seit letzten Monaten bin ich mit das Kummer-Projekt. Das ist meine. Man fährt, wo die Kinder sind, wo Kinder, die normalerweise diese Angebote in Kunst und Kultur nicht haben. Donnerstag, wir fahren in Flüchtlings Unterkunft. Die sind immer super begeistert. Sie kamen, man hatte noch nicht alles ausgepackt und die Kinder sind alle da. Was machen wir heute? Noch eine, ich brauche ein Papier. Man sieht sie glücklich, man fühlt, wie sie so sehr brauchen, diese Möglichkeit. Die sind Kinder, die haben wirklich Schlechtes im Leben gehabt. Und die haben immer diese Energie, um zu versuchen, glücklich zu sein, um zu nehmen, was das Leben gut ihnen gibt. Dankeschön und bitte, Anna, und kann ich neben dir sitzen? Also ist wirklich schön, weil sind Kinder, die normalerweise kriegen schlechte Feedback. Du hast das falsch gemacht, du bist unhöflich, du bist so. Und ich glaube, sie brauchen nur zu hören, gut gemacht, oder? Das ist schön. Die Kinder entscheiden, welcher Plan interessiert sich. In Rat sind Kinder, die kamen meistens aus arabischen Ländern. In diesem Moment, wo alle die Augen sind in ukrainische Kinder, ich glaube, ist sehr wichtig, diese Kinder nicht zu vergessen. Ich finde es super wichtig, dass die Kinder bewusst sein, dass sie wichtig in dieser Gesellschaft sind. Kras ist da, um die Kinder zu sagen, du bist wichtig.